Zipfel, gell? Noch Streamer in die Kommentare schreiben, die es verdient haben, ein Dankeschön zu bekommen. Ich hab eine ganze drin. GTA RP, das größte Ding in Amerika überhaupt. Das, was die meisten Klicks gibt. Das hört sich ganz schön scheiße an. Ja, was mit den Kopfhörern? Das sind deine Kopfhörer, nicht meine. Nein, die laufen, was ist denn dir dann? Also die laufen bei mir ganz normal. Ey, es liegt an dir. Muss das, brauchen wir das Kabel hier? Können wir das, das ist hier? Verlängerungskabel. Ja, wo kommen die eigentlich rein? Ja, okay, bis auf, wir machen einmal Austausch hier. Also wir können das halt direkt da reinschicken, aber ich glaube nicht, dass ein Verlängerungskabel diese... Wenn das jetzt geht, dann bin ich der Meister der Streiche. Haben alle erfolgreich. Na! Scheiße, Verlängerungskabel. Na! Okay, ja, guck mal, Leute, aber ich gebe es zu. Anscheinend ist das Verlängerungskabel scheiße. Es hat gerade so einen richtig komischen Sound gehabt. Ja, vielleicht ist es aber auch, weil die Kabel hier alle übereinander. Das ist scheißegal. Haus. Okay. Wie nah sind wir? Sind wir so nah, dass wir uns küssen könnten? Okay, wir gucken rein. Da ist noch Twitch. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen, weil ich keine Rolle spielen kann. Ich glaube nicht. Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es die Premiere. Ihr habt euch seit Jahren GTA und GTA RP. Da ist er, der Lügenbaron. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen. So, aber jetzt direkt Fun Fact. Ich habe mit Max schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass ich nämlich, ich glaube, ich habe, wie heißt der, Nick Beats oder sowas? Ja, Nick Beats. Geschaut und der hat das gespielt und ich meinte, das ist insane witzig. Und dann meinte er auch so zu mir, so, ja, aber ich kann das nicht. So, es ist mir viel zu unangenehm. Also an der Stelle, Max kann sich wirklich nicht vorstellen, dass das für ihn passen würde. Ja, er kann sich es halt wirklich nicht vorstellen und dann kommt es aber irgendwann zu einem Punkt, wo es dann trotzdem einfach macht. So. Stimmt, was ist das da? Nein, okay, ich löse jetzt auf. ABK wird von Max bezahlt. Dass er so ein Promo-Video macht, damit es dann bei Sata Hugo und kein Konzept und so ein Kram im Dings landet. No, right there. Was machst du da? Der ist ein Late. Lass mich doch einfach Ruhe. Jetzt kommt nur 40 plus, Leute. Du elender Hu. Fuck. Kurz. Gefurzt, ja. Deswegen, ich komme aus Amberg und wir haben uns auch schon mal gesehen. Weißt du noch, als du in Tschechien warst? Die drei Mädels. Du bist mit Knossi da gewesen. Ach so. Und wir sind spontan vorbeigefahren und dann durften wir mit zu euch hoch. Wiederschauen und rein da. Der Caller und der Junge waren immer Legend. Das ist Photoshop. Es war ohne Spaß, Chat. Egal, was ihr sagen wollt, das war Photoshop, wirklich. Also, da hat irgendwas, kein Konzept, irgendwas gedreht oder so. Das ist nicht echt. Der irgendwie nicht bezahlt hatte und auch sich nicht umgezogen hatte. Oh nein, alles gut bei dir. Gehst dir gut, gehst dir besser. Gehst dir besser, du Kerl. Gehst dir besser, du Hundesohn, du. Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken. Sehr schwieriges Thema. Wieso ist dein Gesicht so kacke? Mein Gesicht ist nicht so. Wieso ist das so kacke? Das was ist Torge, ne? Die ja. Zähne, da sag ich ja. Die Zahnfarbe, klar, da ist sie. Die Zahnfarbe, guck hin, mach mich nebendran. Original, die Zähne. In dem Paket sind zwei Bücher von Merkel und dir. Ah, nee, von Marcel und dir. Das steht doch Merkel. Ja, doch, ist von Merkel. Merkel mit C. Also jetzt muss ich ja mal dazu sagen, natürlich das Einzige, was jetzt hier ein wenig sagt, oh, no, I hope I in der ganzen... Oh. Wie andere Streamer auf Spenden reagieren. Hä, ist es? Danke für ein Bild. Die Ex-Freundin von Kevin, ne? Ja, die streamt jetzt auch. Ja, Vetternwirtschaft. Danke für den Support. Versus Monte. 500 Euro Donation. Monte ist aber eine fucking Legende. Wenn ihr ein Date habt und eine Nice. Kuss, Digga, 500 Euro, let's go. Das mache ich in 10 Minuten Stream. Nice Chick einladet oder auch als Mädel einen nice Boy einladet. Oder auch als Boy einen nice Boy einladet oder auch als Mädel ein nice Mädel einladet. Wie auch immer. Dann geht ihr her und kocht einfach mit der Person was zum Essen. Weil die Gesprächsthemen gehen einem nicht aus, weil du weißt nicht, was du sagen sollst. Du sagst, reich mir mal bitte das Salz, reich mal bitte das Pfeffer. Ihr könnt immer was sagen, ihr habt immer Gespräche und ihr habt eine Tätigkeit, die wirklich sehr intim ist, ja. Zum Beispiel, dann steht das Mädel am Herd und ich laufe dran vorbei, huch, aus Versehen über...
Und es ist einfach eine super Sache, da könnt ihr euch super annähern. Ganz kurz. Ich feier Nikos Humor extrem. Naja, Nico und ich. Also man muss halt sagen, vielleicht ist es immer so ein bisschen über, bisschen, dass er über die Stränge schlägt. Mhm. Aber es ist halt so unfassbar unterhaltsam. Guck mal, ich hab gebremst, wurde trotzdem abgebremst. Gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Mhm. Braucht sie einen guten Körper? Ja. Vom Berg, oh mein Gott! Das ist wirklich eins von Knockout. Chat, wollt ihr die Uhr noch sehen? Also, das ist jetzt nicht auf frech oder so gemeint, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Uhren und Düfte skippen und zu der Schwester vom Mark vorgehen. Hey Sascha, könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Im triggert und falls du jetzt gecheckt hast, ob da einer ist, geh weiter. Achtung, wenn du mit flackernden Lichtern nicht klarkommst, schau den Clip nicht. Hä? Boah, Kreis, jetzt hast du da. Warum explodiert das Auto? Ey, oh, Mann! Weiter! Komm, spür den Veteran! Ja? Komm, spür den Veteran! Das ist so gut. Der könnt die alle bumsen, das merkt man sofort. Ich werde nach diesem Stream, werde ich mich ordentlich anziehen, genau wie er. Und ich werde auf die Straße gehen und die Frauen einfach nur angucken, ohne irgendwas zu sagen. Und es wird genau auf dasselbe hinauslaufen. Die sympathisieren ja alle mit ihnen, obwohl er alle böse anguckt. Genau so werde ich es machen. Er ist auch nicht hässlich. Wieder mal kein... Die Kids, stecke so viel Arbeit. Du wurdest gebetet. Sei ehrlich, du hast gerade... Ich wusste es so sehr, ich hab grad nur darauf gewartet, dass du mir verarscht hast. Du wurdest gerade gebetet. Alex, ich war mir nicht 100% sicher. Alex, du wolltest gerade schon was sagen, du hast gerade nicht überlegt. Ich hab's aus dem Augenblick gesehen. Aber ich hab nichts gesagt. Aber du warst gerade schon ein bisschen verwirrt. Es kann halt passieren, das ist halt... Aber ich muss sagen, war ein guter von Klein Konzert. Wir wollten ja The Last of Us 1 und 2 spielen, ne? Für den Voice geklaut. Eo, das ist alles nur geklaut. Eo, das ist alles nur geklaut. Eo, das ist alles nur geklaut. Das ist alles nur geklaut. Ich muss kurz Pause machen und sagen, dass das einfach irgendwie ballert. Ich weiß nicht.